Es ist ja so. Inzwischen wissen auch die Genossen gar nicht mehr, ob sie sich das wünschen sollten, dass der wiederkommt. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ob Schulz da wirklich in den Wahlkampf eingreifen sollte, das ist denen nicht ganz klar. Aus dem Schulz-Effekt wird eben inzwischen ganz schnell ein Schluchzeffekt. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD zittert ja dem Sonntag entgegen und will vor allem mit einem Thema punkten. In Kinder, Bildung und Familie investiert. Auf Kinder und Bildung zu setzen. Investitionen in Bildung. 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 In Kinder, Bildung und Familie zu investieren. Ja, und Bildung ist ja bekanntlich die Kernkompetenz der SPD, sagt die SPD. Man sieht es auch sehr schön an dieser Anzeige hier. Kein Kind zurücklassen. Und dann weiter unten, dritte Zeile, mehr Bildung. 7200 Lehrer mehr seit 2010. Und seit mit D. Das mit den Lehrern finde ich klasse. Schade, dass von den 7200 Lehrern kein einziger das Fach Deutsch hatte. Rot-Grün hat man gefahren. Also, es ist... Selbst wenn man mit Sympathie auf dieses Bundesland schaut, und das tue ich als jemand, der daherkommt ursprünglich, es ist eine durchwachsene Bilanz. Ganz vorne ist Nordrhein-Westfalen bei den Einbrüchen, ganz vorne auch bei Staus, bei Kinderarmut, Unterrichtsausfall, auf den vorderen Plätzen mit dabei, dafür ganz hinten bei Wirtschaftswachstum. Und wen macht die SPD dafür verantwortlich? Als die Regierung Rüttgers drankam, hat sie das alles über den Haufen geworfen. In ihrer Regierungszeit haben sie die Planer und Ingenieure bei Straßen NRW abgebaut. Ja, aber doch, weil sie damals dieses Kinderbildungsgesetz auf den Weg gebracht haben, in dem die Trägerinteressen überhaupt nicht vorkamen. Die Kommunen wurden von ihnen ja ausgeblutet, wegen das zu korrigieren, was sie dort angerichtet haben. Da sagen sie auch selbst, das war ein Fehler. Natürlich, die Vorgängerregierung hat Fehler gemacht. Und die war ja in Nordrhein-Westfalen ganz schön lange an der Macht. Wenn Sie mal einfach die letzten 50 Jahre in Nordrhein-Westfalen Revue passieren lassen wollen hier. Immerhin 5 Jahre war die CDU an der Macht. Ist klar, dass sie an den ganzen Missständen in Nordrhein-Westfalen schuld ist. Schön, wenn man so denken kann wie Hannelore Kraft. Na, auch wenn man in diesem Bundesland nie ganz genau weiß, meint sie das wirklich ernst? Oder ist es immer noch Restalkohol vom Karneval?